Achlan, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Anoushka und Luca. Luca fastet gerade, das heißt, er ist vegan und ich mache für ihn einen Mango-Konava, der sehr lecker ist. Dazu braucht man 500 Gramm Kunafa-Fäden, die sind vegan, eine Tasse Zucker, eine Tasse Wasser, eine halbe Zitrone, 500 Gramm Mangos und 200 Milliliter Rapsöl. Man kann auch Sonnenblumenöl nehmen. Und das war's. Zuerst stellen wir einen Zuckersirup her. Dazu brauchen wir eine Tasse Wasser und die Tasse Zucker. Das muss erstmal köcheln und dann muss man es verrühren. Und der Saft von der Zitrone, der kommt später rein. Der Zucker muss sich komplett aufgelöst haben. Der Sirup ist fertig, muss jetzt abkühlen und dann kommt der Saft von der halben Zitrone noch rein. Ich habe jetzt die Kunafa-Fäden ausgepackt. Die werden jetzt zerkleinert. Kann man mit der Hand machen. Und dann kommt das Öl rein. Und dann wird es gut miteinander vermischt. Schön durchgeknetet wird es dann. Die Kunafa-Fäden, die kann man im arabischen oder im türkischen Laden kaufen. In Ägypten kriegt man die voll leicht. Da werden die auch frisch hergestellt. Lukas Schwester macht die sogar selber mit der Nudelmaschine. Das ist richtig aufwendig. Also ich finde es praktischer, wenn man sie einfach kauft. Aber Lukas Schwester, die macht das halt gern. Ich denke, das ist soweit gut. Dann kommt jetzt das Öl rein. Und dann wird es durchgeknetet. Sich alles gut verteilt.
Konaferfäden sind fertig geknetet. Jetzt kommt die Hälfte in die Form und wird dann festgedrückt. So, jetzt gucken wir mal. Also das wird ein ziemlich flacher Kuchen. So, das ist gut. Dann kommt die Mango drüber. Gucken, dass es halt eine Schicht ist und nicht, dass es doppelt liegt. Und dann kommt der Rest drüber. Wird auch festgedrückt. Und dann kommt es für ungefähr 30 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Das ist jetzt der Zuckersirup, der ist jetzt erkaltet. Jetzt kann die halbe Zitrone rein. Die Sahne muss man natürlich rausfischen. Und dann fülle ich das hier um, weil dann kann ich das später nachher besser über den Kuchen verteilen. Der Kuchen ist jetzt fertig gebacken und jetzt kommt der Zuckersirup drüber und nur so vorsichtig. Und dann lässt man ihn ein bisschen durchziehen und macht immer so alle 10 bis 15 Minuten den Rest rüber. Wenn man das nicht macht, dann fällt der Kuchen auseinander, weil der dann bröselig ist und durch den Zuckersirup klebt es dann zusammen. Das ist ein bisschen eine komische Vorgehensweise, den Kuchen zu backen, aber so werden die arabischen Kuchen gemacht. Der Sirup ist jetzt komplett verteilt und ich lasse es jetzt durchziehen. Ein bisschen ist unten auch rausgekommen, aber das ist nicht so schlimm. Und dann kommt er auf die Kuchenform und kann dann mitgenommen werden zu meiner Schwester. So sieht jetzt der fertige Kuchen aus. Den werde ich einpacken und zu meiner Schwester mitnehmen und dann anschneiden und hängt es euch dann hinten dran, wie das aussieht.
Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Probiert gerne mal die Mango-Kunafa aus. Also wir finden es super lecker. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken und Genießen. Dann bis zum nächsten Mal. Salam!